Guten Tag. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich möchte gerne eine Maske kaufen. Ja, sehr gerne. Für welchen Anlass? Für den Gottesdienst. Ich bin ja so froh, dass man jetzt endlich wieder live in den Gottesdienst gehen darf. Das möchte ich natürlich ausnutzen. Aber da gibt es ja die Vorgabe, dass man eine Maske tragen muss. Und deswegen hätte ich gerne eine für den Gottesdienst. Ah ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Wissen Sie, ich bin ja auch froh, dass man im Moment nicht nur toleriert, dass man im Gottesdienst eine Maske trägt, sondern dass es sogar quasi von oben befohlen wird. Wissen Sie, die hautengen Masken, die man sonst bisher so hatte, die haben ja auf die Dauer schon ein bisschen gedrückt, wenn man die so im Gottesdienst immer getragen hat. Und jetzt darf man ja offiziell eine Maske tragen. Das finde ich schon sehr viel vorteilhafter. Hautenge Masken? Was meinen Sie damit? Naja, die Masken, die man sonst so im Gottesdienst getragen hat. Also, ich habe bisher nie eine Maske im Gottesdienst getragen. Nein, das glaube ich nicht. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie bisher ohne Maske im Gottesdienst gesessen haben. Doch. Aber wie haben Sie denn den ganzen Gottesdienst über den Anschein erweckt, Sie würden sich im Gottesdienst wohlfühlen und den Mitmenschen im Gottesdienst lieben oder sogar der Predigt folgen? Also, ich habe halt versucht, so zu gucken, dass es dem Anlass entsprechend angemessen ist. Ja, aber das ist doch viel zu anstrengend. Das kann man doch nicht eine ganze Stunde lang durchhalten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie 20 Minuten lang so geschaut haben, als würden Sie der Predigt folgen. Ja, das war zugegebenermaßen schon manchmal etwas anstrengend, ja. Das ist nicht nur anstrengend, das ist ohne Maske sozusagen unmöglich. Wussten Sie denn nicht, dass all die Menschen um Sie herum immer eine Maske getragen haben? Nein, meinen Sie wirklich? Aber das hätte man denen doch angesehen. Nein, das ist doch gerade der Vorteil einer Maske, dass man das eben nicht merkt. Das ist doch der Zweck einer Maske, dass sie das Gesicht dahinter verbergen soll, das wahre Gesicht. Und wenn die Maske maßgeschneidert ist, dann sieht sie aus wie ihr wirkliches Gesicht. Schauen Sie, ich habe sogar noch ein paar von den Masken, die man früher so getragen hat, zufällig hier liegen. Passen Sie auf. Das ist die Maske, ich mag Orgelmusik. Und das hier ist die Maske, ich mag die Menschen, die hier sitzen. Und das wäre das Modell, sehr interessante Predigt, das muss ich mir merken. Oder ganz allgemein das Modell, ich bin freiwillig in diesem Gottesdienst und fühle mich hier sehr wohl. Also, das ist mir wirklich ganz neu. Sind Sie sicher, dass all die anderen immer solche Masken getragen haben? Es wäre zumindest naiv, von irgendwas anderem auszugehen. Sie glauben doch nicht wirklich, dass all die Menschen, die Ihnen mitten im Gottesdienst aus heiterem Himmel die Hand geben und Ihnen den Friedensgruß zusprechen, dass Sie das ernst meinen? Also, das habe ich eigentlich immer gedacht. Da sieht man mal wieder, Yves, da sieht man mal, wie gut die Masken wirken. Darf ich denn mal fragen, wie Sie ohne Maske versuchen, den Eindruck zu vermitteln, dass Sie die Menschen in Ihrem Gottesdienst mögen? Na, dann gucke ich ungefähr so. Naja, das ist also wirklich sehr laienhaft und durchschaubar. Und wie ist Ihr Ich mag die Musik hier Blick? Oh weh, oh weh, und das sollen die anderen glauben? Und dann zeigen Sie mir doch mal den, ich folge interessiert der Predigtblick. Ja, nicht schlecht, aber halten Sie das wirklich 20 Minuten so durch? Nicht wirklich, also manchmal entgleisen mir da schon die Gesichtszüge, ja. Na sehen Sie, und mit Maske würde Ihnen das überhaupt nicht passieren. Und dann zeigen Sie mir doch jetzt mal die Königsdisziplin aller Maskenträger. Wie schauen Sie, wenn der ewig nervige, stinkende Typ sich direkt neben Sie setzt? Woher kennen Sie den denn? Geht der etwa auch in Ihren Gottesdienst? Den gibt's in jedem Gottesdienst. Zeigen Sie mir doch mal, wie Sie den freundlich und liebevoll anlächeln. Also, das fällt mir tatsächlich am schwersten. Also ungefähr so. Also nee, das geht ja gar nicht. Also da wird es nur wirklich Zeit, dass Sie mir eine gute und professionelle Maske bekommen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so will. Ich denke, deswegen sind Sie hier. Ja schon, aber also ich wollte eigentlich eher eine Maske, die mich und andere vor Corona schützt. Ich dachte da eher so an einen Mundschutz. Das weiß ich ja, aber das kann man auch doch miteinander kombinieren. Dafür gibt es doch jetzt extra die Mundschutzmasken, die für den Gottesdienst speziell entwickelt wurden. Nehmen Sie zum Beispiel mal die, das ist die allgemeinste. Die vermittelt so allgemein den Eindruck, ich fühle mich wohl in diesem Gottesdienst, ich bin gerne hier und ich mag meine Mitmenschen.
So? Sehr gut, sehr gut. Und dann nehmen Sie mal diese, ich lausche angestrengt der Predigtmaske. So? Sehr gut. Aber was ist, wenn mir bei der Predigt dann doch mal die Augen zufallen sollten? Dann nutzt so ein interessiert wirkender Mundschutz ja auch nicht so viel. Das stimmt. Da haben Sie recht. Der Mundschutz ist ja sozusagen ja auch dann nur eine Halbmaske. Aber dafür gibt es ja auch nun die extra angefertigten Gottesdienstbrillen, die genau dazu passen. Wenn Sie diese mal eben anziehen möchten, sehen Sie, darunter können Sie grübeln und grummeln und schlafen, wie Sie wollen. Der äußere Eindruck bleibt. Faszinierend. Ja, und diese Brillen und Halbmasken können Sie miteinander kombinieren, wie Sie wollen. Zum Gebet zum Beispiel können Sie diese Brille aufsetzen, wenn Sie das mal eben tun möchten. Darunter können Sie sogar Ihre Augen auflassen. Oder Sie kombinieren die allgemeine Wohlfühlmaske mit dieser Brille und schon fühlt sich auch Ihr Sitznachbar von Ihnen freundlich angelächelt. Also, das ist ja wirklich eine ganz geniale Geschäftsidee. Ich nehme alle diese Kombinationen. Sehr gerne. Ich packe sie Ihnen sofort ein. Und übrigens, gratis dazu bekommen Sie auch noch diese ganz besondere Maske. Modell, weg da, hier habe ich gesessen. Nein, danke. Das Gesicht bekomme ich auch ohne Maske immer sofort hin. Aber geben Sie es mir trotzdem bitte mit. Das kann ich nämlich abends tragen, wenn mein Mann nach Hause kommt. Das hat so einen genialen, wo kommst denn du jetzt erst her, Blick. Sehr gut, das stimmt, da haben Sie recht. Ja, ich packe sie Ihnen direkt mit ein. So. Also eine Frage hätte ich dann doch noch. Diese Masken, erwecken die auch vor Gott den Eindruck, als wäre ich interessiert und freundlich? Leider nein. Nach bisherigem Forschungsstand kann Gott hinter jede Maske schauen. Es gibt da den Maskenleitsatz, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ach, wie schade. Also so eine, lieber Gott, ich bin so fromm, dass ich in den Himmel komme, Maske, mit der man Gott beeindrucken könnte, das wäre schon ganz nett. Ja, das stimmt. Das wollen wir ja alle. Und wir sind auch wirklich die ganze Zeit schon in der Entwicklung. Aber alles, was wir bisher angefertigt haben, da konnte Gott immer noch dahinter gucken. Wissen Sie, das wäre ja eine Maske, die man nicht im Gesicht tragen müsste, sondern die müsste ja um das Herz herum angelegt werden. Operativ. Ach, verstehe. Nein, nein, das wäre mir dann doch zu gefährlich. Aber was haben Sie denn da noch für eine Maske liegen? Das ist das Modell. Du schaust mich ja sowieso, also kann ich auch gleich so gucken. Möchten Sie es anprobieren? Ja, gerne. Die ist klasse. Die nehme ich auch noch. Ja, aber die sieht ja Ihrem natürlichen Gesicht wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, umso besser. Dann ist das die einzige Maske, die ich tragen kann, bei der Gott dahinter schaut und das Gleiche sieht wie vorne. Ja, das stimmt. Da haben Sie allerdings recht. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß damit. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.